Willkommen zurück zu Cry of 4. Ja, Freunde, der Absturz vom letzten Part ist überstanden. Ich habe neu geladen. Oh, es kann weitergehen. So. Erstmal wieder die Shortcuts legen. Hat er sich ja nicht gemerkt. Und los geht's. There you are. There you are. You're so fucking dead. Also irgendwann kann man dich einfach nicht mehr ernst nehmen. Sorry, ich darf die Spritze nicht immer vergessen. Und gut, ich werde jetzt halt versuchen, nicht mehr vorzubrechen. Das ist nämlich anscheinend, ja, mit dem Tod gleichzusetzen. Ah, da bist du, okay. So. Schauen wir doch mal. Und ich muss immer erwarten, dass rechts irgendwann mal was angeschossen kommt, blöderweise. Ab, komm schon, Alter. Was? Ist jetzt schon da? Okay. Zum Glück kündigt er sich ja ein bisschen an. Ich finde das so nervig. So. Naja, gut. Haben sie vielleicht auch extra gemacht, damit man nicht alles verballert, ne? Weil, wenn man keine Munition mehr hat, hätte man ja gar keine Chance, den Typ zu killen. Deswegen ist das wahrscheinlich so ein kleines Sicherheitsdingens. Okay. Alter, jetzt komm aus deiner Versteck raus. Jawoll! So. Ja, ihr seht's ja, ich kann das ruhig mit der normalen Pistole machen. Das ist genauso effektiv. Komm. Ah, zu schnell. Was? Hey, warum hab ich nicht getroffen? Das ist so ein schöner Kopftreffer gewesen. Ja, das war schön. Okay, ich muss aber auch aufpassen. Ich darf nicht so viel Treffer kassieren. Ja, komm schon, ey. Was bist du für ein blöder Doktor? Steckspielchen hier. Kann ich auch nicht leiden. Au. Ja, ein Treffer geht noch, oder? Oh, er muss nachladen. Hört man ganz gut. Ob man das ausnutzen muss? Ja, super, jetzt muss ich mich heilen. So, wir haben ja genug. Ich denke, daran wird es nicht scheitern. Wenn ich konzentriert bleibe, ich probiere es jetzt doch nochmal. Ich weiß nicht. Hatte ich wirklich ihn mal so einen richtigen Volltreffer damit verpasst? Würde ich jetzt gerne mal nochmal testen. Sich doch mehr abzieht. Oh, komm her. Ja. Doktor! Wie wär's? Oh, ja, hi. Ah! Ja gut, er hat kaum was gemacht. Okay. So, jetzt komm mal raus hier. Ich will dich mal treffen damit. Ich will's wissen. Hallo. Nee, das ist nicht wirklich wirkungsvoll. Das war ein Volltreffer und hat trotzdem ungefähr das gleiche abgezogen. So. Es läuft doch. Komm. Aus, jawohl. Die Hälfte haben wir schon. Das sieht gut aus. Wenn er jetzt nicht irgendwie seine Taktik ändert, dann habe ich ein gutes Gefühl. Hallo. Jetzt hat er keine Lust mehr. Ich darf da nicht hin. Sonst schießt er mich wieder sofort tot. Da kennt er nix. Aber was macht er denn jetzt? Ja. Doktor! Ach komm. Was ist das jetzt für eine Taktik? Ja, manchmal bleibt er ja stehen. Dann könnte man eigentlich mehrere Male schießen, aber dann trifft er mich halt auch. So, erstmal jeder nachladen hier. So. Er hat ja anscheinend eine Magnum oder so. Wenn sich das Nachladen anhört. Ich darf mich schon wieder heilen. Okay. Langsam wird's eng. Komm bestimmt auch gleich wieder den Typ zu meiner Rechten. Kann nicht mehr lange dauern, bis er mir ins Ohr raunzt. Ja. Ey, bleib da hinten einfach stehen, ey, du Vollhonk. Ich hab ja auch die Zeit, weißt du? Was wäre eigentlich, wenn wir einfach gehen würden? Wird wahrscheinlich nichts bringen, ne? Naja, machen wir auch nicht. Ich will den Doktor jetzt tot sehen, definitiv. Hallo? Da bist du. Komm schon. Na komm. Andere Seite. Das war doch ein Treffer.
Ich muss immer warten, bis er so rausspäht, ansonsten treffe ich ihn nicht. So zum Beispiel. Okay, sieht gut aus. Komm jetzt. Jawoll. Und nochmal. Da muss ich wieder nachladen. Ich traue mich nicht, während der lädt, dass man vielleicht hinrennen kann. Das traue ich mich nicht. Das lassen wir lieber. Yes, sir! Simon, the pills by itself won't make you feel better. You have to do something more than that. I recommend that you try a new modern treatment called cognitive therapy. What's that? Well, it's a set of exercises you do. A way to forget the past, all the bad memories and anxiety you have. Are you interested in books, Simon? Kapitel 7. Only safe at home. Ja, Freunde. Der Doktor ist Geschichte und wir sollen hier rausfliehen. Das mache ich doch gerne. Oh Mann. Na gut, das war gar nicht so schwer letztendlich, ne? So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ah, eine Magnum, genau. Wusste ich doch, dass er das hat. Ja gut, aber da ist noch ein Schlüssel. Ach, wisst ihr. Ihr mit eurem Schlüsseln. Ja gut, ich kann die nehmen, würde ich sagen. Und ja, dann habe ich ja wieder einen Platz frei. So ein bisschen Verschwendung, aber ist mir lieber, wie jetzt eine Waffe liegen zu lassen und nochmal da hoch zu müssen. Wohlgemerkt im Dunkeln. So, nee, stimmt ja gar nicht. Ich habe ja mein Lämpchen liegen lassen. Okay, ja, schade um die Shotgun eigentlich, ne? Aber ich denke doch mal, dass die Magnum mehr reinrockt. Ah, gut, ich hoffe, ich werde auch ein bisschen mehr Munition noch finden. Aber gut, der Doktor ist erledigt. Ja, ihr habt mir auch schon geschrieben, dass meine Wahl, ihm die Waffe zu nicht zu geben, die schlechtere Wahl war. Das habe ich mir ja eh gedacht. Aber ich habe es einfach in Kauf genommen, weil ich wollte nicht so einen extrem verkürzten Lebensbalken haben. Und mir wurde außerdem noch gesagt, dass dieser Bossgegner, den wir nach Sophies Tod gemacht haben, der war optional. Dafür, dass wir den gemacht haben, wird es zumindest kein super schlechtes Ende, sondern ein mittleres. Und ich meine, ist doch okay. So, los geht's nun. Raus hier aus dem Mist. Ich will's nicht mehr sehen. Ich kann's nicht mehr sehen. Oh, ist das nicht schön? Da ist sogar noch ein Lämpchen. Vogelzwitscher, was uns sagt, es bricht ein neuer Tag heran. Die Welt ist wieder wunderbar. Aber erstmal will ich speichern. Ja, ich werde keine anderen Endings zeigen, auch wenn ich das ein bisschen separat abgespeichert habe, aber ich spiele das Ding einmal durch und gut ist. Ach Mensch, hier ist alles hell und schön und... was? Wieso jetzt nimmer? Hallo? Wer macht denn jetzt das Licht aus? Ich krieg die Krise bei dem Game. Warum? Warum geht denn das Licht dann aus? Ich kann aber keinen... Ich muss Backdoor... Backdoor... Jo... Ist echt ein Witz, oder? Ist echt ein Witz. Ja gut, es ist nicht mehr so dunkel, zum Glück, aber... wo waren die Backdoor überhaupt? Welche Backdoor meinen die? Ich meine aber nicht die da hinten, oder? Hä? Manchmal denke ich, das Spiel will mich echt verarschen. Aber gut. Ich glaube eh nicht, dass es das war, weil ich... Backdoor, ich muss gerade überlegen. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich hätte doch das Lämpchen vorhin mitnehmen sollen. Ja, aber ich will doch nichts liegen lassen.
Dunkel! Warum ist es doch so dunkel? Vorhin war es noch hell. Das ist ein Witz. Das ist einfach nur ein Witz. Ich kann das Lämpchen nicht mitnehmen. Ich brauche doch meine Waffen. Ich weiß nicht, wenn ich rausgehe, dann... Oh, weiß ich halt nicht. Okay. Ich gehe jetzt nochmal dahin, nur um sicher zu gehen. Wieso? Okay, es scheint so gewollt zu sein, dass ich da nie durchkomme, oder? Der Door ist locked, ja, kannst du dich mal entscheiden? Was war denn der Mist, ey? Das geht natürlich auch nicht, ne? Also irgendwie ist das alles sehr strange. Naja. Na gut. Right. Ich muss unbedingt meinen Rollladen runter machen, weil mir gerade die Sonne so halb ins Gesicht strahlt. Das wünschte ich mir im Spiel übrigens gerade. Ich sehe nichts. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ja, und jetzt wird es wieder dunkel. Ey, was soll denn das? Ach Gott, wie behämmert aber auch. Na gut, ich gehe mal weiter runter, weil die Hintertür, die muss ja hier irgendwo sein. Hier geht's zum Glück auch mit der Helligkeit. So, da können wir erstmal abspeichern. Das ist auch eine gute Sache. Oh Mann, ich bin so froh, wenn ich hier draußen bin. Ja, da will er nicht raus. War ja zu erwarten, er will durch die Hintertür. Wo waren die? War die hier? Nee. Dunkel, dunkel. Wo waren das sonst? Oder im Keller bestimmt nicht, oder? Hier? Hier waren noch keine Türen, die nach draußen führen. Glaube ich nicht. Ach Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal einen Cut, bevor ich hier noch ewig und drei Tage rumirre. Wir sehen uns draußen wieder. Jo, Freunde, ich hab's gefunden. Irgendwo im Dunkeln, da wo ich gerade... das letzte Mal für euch rumgerannt bin, da ist sie. Wo genau, weiß ich nicht. Egal. Draußen. Oh mein Gott. Und es wirkt so friedlich jetzt alles. Ja. Finde einen Weg nach Hause. Nichts anderes habe ich vor. Wo wohne ich denn überhaupt? Das wäre gut zu wissen, ne? Na gut, es wird wahrscheinlich eh nur einen Weg geben. Oh Mann, Leute. Bin ja mal gespannt, was mich jetzt noch erwartet. Das kann ich erstmal wieder durch diesen Wald tapsen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es diesmal keine Erhängten geben wird. Auch weißt du was, ich kann dich gerade mitnehmen. Ich habe jetzt ein Plätzchen frei. Jetzt werde ich dich zwar nicht mehr so dolle brauchen wie da drin, aber was soll's. Was soll's. Was haben wir denn hier? Ist das neu? Anscheinend. Aber das ist nicht unser Zuhause, oder? Das wäre ja ein bisschen... Gleich neben der Anstalt wohnt man. Nein. Wobei, es wäre vielleicht ganz gut für Simon. Wenn ich in so einer Bruchbude wohnen würde, dann... würde ich wahrscheinlich auch durchdrehen. Ah ja, Revolver, sehr schön. Das ist schon mal gut. Was ist denn das für ein komisches Klickgeräusch hier? Das klingt so seltsam. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Aber gut. So, bin ich hier überhaupt richtig? Ich denk's doch mal. Aha, nein, hier ist Sackgasse. Okay, Kommando zurück. Schöner Waldspaziergang, frische morgendliche Luft, gibt doch nichts Besseres. Ja, jetzt werden wir uns natürlich erstmal wieder verlaufen, wie es sich gehört. Aber gut, ich bin hier rausgesprungen. Hier muss ja was sein. Ich kann ja auch nicht mehr zurückspringen, von daher. Wo ist jetzt was? Der Weg, der macht doch... Ist da wieder eine Tür? Nee, das ist keine Tür, oder? Nee. Garantiert habe ich... Ach, da. Okay. So, weiter geht's. Ist mir doch schon viel sympathischer, als wenn ich jemand aus dem... ja, vom Baum runtergepfeffert kommt und mir ins Ohr schreit.
Schon viel besser. Auch wenn ich mich nicht zurechtfinde. Wo ist der Ausgang aus diesem Wäldchen? Hallo, wo soll ich denn hin? Oh, ich hab. Also mit solchen Gebieten habe ich echt Probleme, die Orientierung zu behalten. Das ist ganz, ganz schlimm. In Gebäuden geht's ja noch, aber in so einem. Aha, danke. Okay, ein See. Schön. Ziemlich idyllisch hier, ne? Schön sieht's hier aus. Oh, ich muss wohl Boot fahren. So, und Entschuldigung, ich musste kurz einen kleinen Cut machen, aber ihr habt davon ja nicht wirklich was bemerkt. Ja gut, auf ins Boot. Reinhüpfen darf ich nicht, aber ich darf... Okay. Cool, wir dürfen sogar selbst steuern. Oh, Leute, das erinnert jetzt natürlich auch ganz, ganz stark an Silent Hill 2, finde ich. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt rein gar nichts passieren wird. Wahrscheinlich nicht mal ein Monolog, einfach nur die Fahrt nach Hause. Alles nochmal, ja, resümieren kann im Kopf, was wir alles erlebt haben, warum das Ganze, wozu, haben wir die richtige Entscheidung getroffen, wird es noch eine Sprunghölle geben, warum ist das Spiel so gemein, aber all das ist jetzt vergessen, denn jetzt fahren wir Boot. Genießen wir einfach mal ein bisschen die Atmung, ich halte die Klappe. Ja, Freunde, ich meine da hinten eine Hütte zu erkennen. Ich vermute mal, dass das unser Haus ist. Ich vermute mal, dass das der Ort ist, wo das Spiel auch enden wird. Vielleicht kommt ja noch irgendeine bösartige Überraschung. Ich meine, Mama wartet ja schon lange auf uns, angeblich. Ja, wobei... Die letzte SMS schon lange her. Ich habe ja mein Handy mittlerweile auch weggeschmissen, beziehungsweise verloren. Und da sind wir nun. Wir sind angekommen. Endlich zu Hause. Ich behaupte einfach mal, dass es unser Zuhause ist. Vielleicht liege ich auch falsch. Warum muss hier jedes Haus so hässlich bemalt sein? Haben die Jugendlichen nichts Besseres zu tun? Schlimm, schlimm, schlimm. So, okay. Auch das Haus sieht aber nicht gerade einladend aus. Jetzt bin ich mir doch unsicher, ob das unser Haus ist. Aber gut, wer weiß, wer weiß. Hier ist auf jeden Fall schon mal Leckerlis! Ja, ach, einen Knüppel kriege ich auch. Im Falle, wenn mir die Munition ausgehen sollte. Ich verstehe. Gut, das Lämpchen muss natürlich mal wieder liegen bleiben. So, legen wir gleich die Shortcut. Bereiten wir uns bestens, ja, auf den nächsten Part vor, würde ich sagen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Cry of Fear.